Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Gaming Rewind Podcasts, zur ersten Episode, wie auch immer man das nennen möchte. Wir erklären heute, beziehungsweise ich erkläre euch heute, was dieser Podcast überhaupt sein möchte, was das Grundthema sein wird. Wer lesen kann, wird wahrscheinlich drauf kommen, dass es mit Gaming zu tun hat. Unter anderem besprechen wir heute die Halo Master Chief Collection auf PC, den Xbox Maverick, den Xbox Cloud Test, Googles Pläne, um in den Bereich Streaming einzusteigen, und wir reden auch noch ein bisschen über die Spiele, die diesen Monat noch rauskommen. Und jetzt geht's los. So, wenn ich sage wir, dann bin ich heute natürlich nicht allein. Deswegen begrüße ich erstmal Nico. Hallo. Nico. Bist du nicht allein mit dir selbst? Nein, diesmal nicht. Das war grundfestes, allererstes Kriterium von dem Podcast, dass ich diesmal nicht mit mir alleine rede. Das ist gut. Einmal im Leben möchte ich mit anderen reden. Oh. Und hoffen, dass wieder andere vielleicht auch zuhören. Und wenn es nur einer ist. Das wäre was. Das wäre was, genau. Das wäre was. Also ich hoffe, dass wir in diesem Podcast immer mal wieder eine, ja, sowas wie eine grundfeste Besetzung hinbekommen können. Und daher wird Nico hoffentlich öfters mit dabei sein. Mal sehen. Und das ein oder andere Mal werde ich versuchen, noch ein paar andere Freunde, Kollegen, wie auch immer, mit dazu zu holen, was auch geplant ist innerhalb dieses Podcasts immer mal wieder. Vielleicht jetzt nicht in dem großen Umfang. Ich kann jetzt keine Spielentwickler einladen oder sonstiges. Dafür ist der Podcast zu klein. Dafür ist mein YouTube-Kanal Krangus einfach zu klein. Aber gerade wenn es darum geht, vielleicht mal ein paar Kollegen von Magazinen einzuladen, die ganz spannend sind, da werde ich vielleicht mal in Zukunft was machen. Ich hätte da zum Beispiel jetzt das Game Magazine im Kopf, aber da werde ich wahrscheinlich später irgendwann mal noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt am Anfang erstmal. Was soll dieser Podcast sein? Es wird um Gaming gehen, wie jeder von euch, der lesen kann, wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Und ja, stellt euch vor. Und für diejenigen, die mich jetzt von YouTube schon kennen oder das auf YouTube schauen, ganz einfach die Erläuterung. Es gab jetzt vor ziemlich genau einem Monat oder so bei mir die Überlegung, okay, ich mache Reviews als freier Redakteur für zwei, drei verschiedene Webseiten, mache dazu auch die klassischen Videos, die ich hier auf meinem Kanal habe. Warum sollte ich das jetzt auch auf meinem privaten Krangus-Kanal zusätzlich auch nochmal machen, was ich sowieso schon für die klassischen Websites quasi anfertige? Warum nicht mal davon weggehen und auf diesem Kanal mehr in Richtung Spiele als Kunst sehen? Damit meine ich weg von den klassischen Bewertungssystemen so ein bisschen, mehr das große Ganze an einem Spiel sehen und auf verschiedene Aspekte eingehen. Viele kleine Einzelvideos soll es dann auch zu den verschiedensten Spielen geben. Und außerdem habe ich so viele Themen im Bereich Gaming, die mir wichtig sind, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, wo ich aber nicht jedes Mal ein Video zu machen möchte. Das ist anstrengend, und weil ich sowieso immer gerne diskutiere. Oh. Ja, ja. Nico kann das bestätigen. Möchtest du nicht? Nee, ich möchte es nicht bestätigen. Du möchtest es nicht bestätigen. Ich glaube, das wird im Laufe der Podcasts ersichtlich werden. Gut. Sagen wir es so. Und ganz einfach, ja, weil ich nicht immer ein Video zu machen möchte, weil ich gern aber trotzdem diskutiere und über Spiele informiere, möchte ich diesen Podcast starten, um diesen großen Aspekt und ein paar Gaming-News auch noch abdecken zu können. Und der Podcast wird außerdem die Konstante auf dem Kanal sein. So ist es zumindest geplant. Nagelt mich nicht drauf fest. Das wird aber in der Planung die Konstante sein, was es einmal in der Woche gibt. Im schlimmsten Fall wirklich einmal oder zwei Wochen. Aber Zielsetzung ist einmal pro Woche, damit man zumindest, wenn man jetzt weiß, okay,
es ist jetzt ein Video länger in Arbeit. Dass man als Zuschauer zumindest weiß, ja, ich habe jetzt vielleicht kein Video im klassischen Sinne, aber ich kann mich ja noch auf den Podcast verlassen. Ich kann jede Woche für den Podcast hier einschalten, dass wir hier wieder mal auch ein bisschen ja, Konstanz reinbringen in diesen Kanal, damit es hier auch mal wieder weitergeht, weil ich war ja jetzt einen Monat weg. Und das muss ja nicht so bleiben, glaube ich. So viel also zum Podcast an sich. Wird so strukturiert sein, dass wir anfangs immer ein bisschen über News quatschen, die zurzeit aktuell sind im Spielekosmos. Und dann einmal im Monat immer über die Spiele reden, die noch rauskommen. Ich glaube, es wäre am schlauesten, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn wir wirklich bei jedem Spiel im Monat immer nur so ein paar kleine Sachen dann sagen. Oh, ja, ja. Ja, genau. Und ansonsten werden wir nämlich auch, das ist der Part danach, immer mal wieder über die Spiele reden, über die wir gerade spielen, die wir gerade durchspielen und die uns gerade beschäftigen. Das müssen nicht zwangsweise immer neue Spiele sein, aber ich glaube zumindest bei dir und bei mir ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es eher immer mal neuere Sachen werden oder Sachen, die auf dem viel zu großen Pile of Shame liegen. Ja, 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 viel zu groß, ja. Ja, definitiv. Ja. Das ist ein Problem, was mit Games as a Service nicht besser wird. Nein. Nein, definitiv. Gut. Und dann würde ich sagen, jetzt wo ich alles erklärt habe, möchte ich gar nicht weiter groß diskutieren oder quatschen und würde direkt mit der ersten News anfangen, nämlich die Halo Master Chief Collection kommt auf den PC. Und die apropos kommt, Pile of Shame? Ja. Ja. Da liegt Halo auch drauf. Welches Halo denn? Alle. Nein, also zwei nicht mehr. Ab drei. Ab drei. Ja, dann bekommst du ja jetzt vielleicht mit der Master Chief Collection auf dem PC nochmal die perfekte Chance, den Pile of Shame noch höher zu machen. Yay! Indem du 1 und 2 einfach nochmal spielen musst, weil es ist nicht einfach so, dass es auf PC erscheint. Man könnte jetzt denken, okay, Microsoft wird im Windows 10 Store rauskommen. Möchte ich nicht, weil finde ich scheiße. Beziehungsweise ich verstehe es immer noch nicht, warum sich so viele gegen den Store wehren. Aber das ist eine andere Geschichte. Denn Halo kommt das allererste Mal in der Geschichte auf Steam. Und Microsoft öffnet damit mal wieder in einem weiteren Schritt so ein bisschen die Pforten. Wie finden wir das denn, Nico? Schön. Gut. Ist das dann, Thema. Dann können wir weitermachen. Ja, nein. Also was heißt, wie findet man das? Also es war irgendwie abzusehen. Ich meine, das ist ja ein Gerücht, das geht ja schon seit einem Jahr bestimmt jetzt schon rum. Mhm, ja. Also spätestens, nachdem sie das angekündigt haben, dass sie die Master Chief Collection wieder auf Vordermann bringen auf der Xbox. Ich glaube, spätestens seitdem geht das Gerücht um, dass sie es auch auf PC bringen. Ich sag mal, der eine Schritt, ich fand es halt krass, dass sie wirklich gesagt haben, auch auf Steam. Weil dass sie vielleicht auf Windows 10 das Ganze bringen und dann sagen, hier, Play Anywhere und so. Aber dass sie sich jetzt entscheiden, diesen vergleichsweise krassen Cut zu machen und zu sagen, okay, fuck it, Hauptsache ihr spielt's. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, was wollen sie damit bezwecken? Weil auf der einen Seite, wenn du die Master Chief Collection auch auf Steam hast, köderst du damit ja Leute an. Und wenn du dann Halo Infinite nur auf dem Windows Store bringst, oder wie er dann später mal heißen mag, dann sorgst du natürlich dafür, dass du mehr Leute vielleicht dazu bewegst, dass sich die Leute das im Windows Store kaufen. Weil du ja dann schon eine PC-Community hast. Selbst wenn es nur erstmal auf Steam ist. Ja. Das ist halt, es könnte halt eine Methode sein, wie du halt Leute dazu kriegst. Es ist halt die Frage, ob Microsoft jetzt sagt, okay, wir haben die komplette Collection im Prinzip jetzt auf dem PC. Wir haben vielleicht eine komplett neue Community jetzt daran geführt. Vielleicht denken sie das auch weiter und gehen den nächsten Schritt und werden Halo Infinite vielleicht auch noch für Steam öffnen. Ja, ich meine, Microsoft auf Steam ist ja kein neues Tuch. Das gibt's ja schon sehr lang, also immer mal wieder so ein paar Spiele. Was hat's denn Overdrive jetzt vor kurzem? ReCore kam da drauf, Halo Wars 1 kam da drauf.
ja, hier Zoo Tycoon und Ori und State of Decay, das sind ja alles Spiele, die es ja auch auf Steam gibt. Genau. Es ist halt kein neues Tuch für Microsoft erstmal. Aber jetzt, sage ich mal, erstmals eines der größten Zugpferde, ja, glaube ich, der Xbox-Marke auf Steam. Ich glaube, ja, das ist auch halt der Grund, warum das jetzt so einen Impact hat in der Community. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einfach da vielleicht zu viel reininterpretiert und es einfach Microsoft auch scheißegal ist, wer wo spielt. Ja, glaube ich auch mittlerweile so ein bisschen. Was man halt so ein bisschen noch als, ja, negatives Anführungszeichen sehen kann, als Xbox-Spieler vielleicht, als reiner Xbox-Spieler, dass es halt, ja, einem wird wieder ein Teil exklusiv wieder genommen. Man hat schon so 90% abgegeben, gerade jetzt in der gibt man noch letzten Reste im Grunde ab. Also ich glaube, das einzig konsolenexklusive Spiel ist damit noch Halo 5. Halo 5 kommt nicht in der Master Chief Collection. Nein, nein. Das ist ja separat. Haben Sie das nochmal angekündigt extra für Steam? Nein, nein, also für Halo 5 gibt es gar nichts. Gar keine Infos. Okay, noch dann, nicht. Dann finde ich das aber höchst seltsam zumindest. Also es ist wirklich nur, die Master Chief Collection ist ja eigentlich 1 bis 4. 1 bis 4. Plus jetzt dann halt Reach noch dazu. Reach, genau. Reach wird, glaube ich, aber nicht von Anfang an zur Verfügung stehen in diesem Paket. Die wollen mit, also sie haben ja vor, dieses nicht einfach, ihr habt die, sondern das wird schubweise released. Genau, genau. Also sie fangen mit Reach an, dann 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, man kauft sich das Bundle und hat dann am Ende halt Zugriff zu allen Spielen, aber man kann sie halt Schritt für Schritt durchspielen, damit wollen sie halt dann Feedback sammeln, verbessern etc. pp. Also im Grunde den Fehler, den sie vor 4 Jahren? 4 Jahren kommt ungefähr hin, ja. 4 oder 5 Jahren. Ja. Ja, okay, dann 4 Jahre gemacht haben, wollen sie halt nicht dann nochmal auf dem PC wiederholen. Und ja, das ist so das, wie sie es halt versuchen zu verhindern. Aber nein, 5 ist das Einzige, was jetzt noch nicht drin ist. Aber es wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis das kommt. Ja, ich denke, kommt vielleicht dann auch teilweise auf das Feedback zur Master Chief Collection, ja, auf Steam an. Ich glaube, wenn Microsoft sieht, das verkauft sich wie bescheuert, ich glaube, dann mit der aktuellen Firmenpolitik wird Microsoft dann, glaube ich, nichts daran hindern zu sagen, ja, fuck it, jetzt die anderen beiden Teile auch noch. Ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass ja 5 gar nicht mehr so viel mit dem Master Chief zu tun hat. Das vielleicht rauslassen. Und Infinite ja wieder mehr mit dem Master Chief zu tun hat, dass sie einfach sagen, ach komm, 5 gibt's gar nicht. Und wir haben Halo 5 nie entwickelt, das waren wir nicht. So, das war Bungie. Releasen einfach die Master Chief Collection, dann Infinite hinterher auf dem PC. Ja. Und 5 lassen sie da halt einfach so ein bisschen weg, weil es mit dem Master Chief einfach nicht so viel zu tun hat. Finde ich gar nicht mal so schlecht, als so als Fan der Reihe. Ist dann natürlich die Frage, muss man noch schauen, in welche Richtung Halo Infinite storytechnisch geht. Ob sie da wirklich nochmal an 5 ansetzen oder ob sie sagen, okay, wir machen jetzt hier so einen kleinen, wie nennt man es, Soft-Reboot und starten dann für sich mit der eigens gefundenen Halo-Formel nochmal neu. Weil ich glaube, 343 hatte erstmal lange Probleme damit, oder zumindest in 5 Probleme damit, storytechnisch herauszufiltern, was ist Halo für uns. So, und ich glaube, da haben sie in der Story zumindest die falschen, wie sagt man, die Schwerpunkte gesetzt. Wobei das ja eigentlich komisch ist, weil sie haben die nicht auch 4 entwickelt und war 4 nicht gerade für die Story so. Ich weiß nicht, ob die bei 4 schon mit dabei waren. Das kann sein. Bungie ist, glaube ich, nach Halo bei Halo 3, 4, oder nicht? Weil genau, nach Halo 3 und 4 ist schon von 343. Da stellt sich aber die Frage, warum sie dann mit 5 überhaupt diesen krassen Cut gemacht haben. Ja gut, ich glaube, mit 4 war es ja dann noch irgendwie vorbei, oder? So mit, ohne es jetzt gespielt zu haben, aber das kann ich hier aus dem Gedächtnis jetzt gar nicht mehr sagen, wie das storytechnisch war. Da müsste ich jetzt erst wieder reinspielen, um das zu checken. Ja. So,
Zu dieser Master Chief Collection wird es einen Test geben auf, lass mich nicht lügen, auf halowaypoint.com könnt ihr euch da registrieren im Halo Insider Programm und könnt, sofern ich das jetzt richtig sehe, sowohl auf die, hauptsächlich richtet sich das eigentlich an die PC-Spieler, sage ich es mal so. Und es gibt aber auch so einen Console-Flight-Test, wie ich es gesehen habe. Genau, also man kann sich für den Console-Flight oder den PC-Flight anmelden oder beides, das geht auch. Man muss dann halt angeben, welche Plattform, also man muss dann diesen Diagnosetest dann hochladen und ungefähre Zeiten, also das gibt's beides. Man wird dann ausgewählt, wenn man Glück hat und kann dann eine Pre-Version davon spielen oder auch nicht. Genau. Aber ist die Frage, ob es jetzt auf Steam oder auf Windows ist, das ist noch so ein bisschen, ich glaube, dann eher die Windows 10-Version. Kann ich dir beantworten. Ich habe nämlich einige Sachen zusammengetragen. Der Reach-Test wird wohl früher kommen, als die Leute sich denken. Also das sind jetzt alles Informationen, die auf Reddit zusammengetragen wurden von dem, was Free for Free halt gesagt hat. Der Test, der eigentliche Test, ist eigentlich schon wohl bereit, um zu launchen. Free for Free wartet wohl jetzt größtenteils nur darauf, dass sich halt jede Menge Leute registrieren, um dann auch jede Menge Feedback zu bekommen. Und der Test wird tatsächlich auf Steam stattfinden und nicht Play Anywhere sein. Das also der Test ist nicht Play Anywhere oder das finale Produkt? The title is not Play Anywhere, steht hier. Also sogar das Spiel. But they are looking into options for current owners of Master Chief Collection. Also es hört sich so an, als ob sie da noch versuchen, einen Weg zu finden. Das ist sehr enttäuschend, weil das heißt auch kein Crossplay etc. pp. Das heißt, die Windows 10 Version wird sterben. Gut, haben wir das auch geklärt? Hallo, auf Windows 10. Im Windows 10 Store wird sterben. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist der Grund. Ja. Wegen solchen Ankündigungen solltet ihr den Podcast auch weiterhin verfolgen. Ja, nein, aber es ist halt wirklich so. Weil, wenn es. Ja, meinst du, das Spiel ist auf Steam dann? Wird es sich keiner im Windows Store kaufen, wenn es kein Play Anywhere hat? Oder sie machen es wenigstens so, dass es halt Crossplay zwischen Steam und Windows 10 hat? Weil alles andere ist Bullshit. Ja, zum Thema Crossplay haben sie nochmal extra gesagt, there will be no Crossplay, also es wird kein Crossplay geben mit der Xbox, aber das bezüglich nur zum Release-Zeitraum des Spiels. Free for Free plant, also die wollen das machen, aber sie wollen das grundsätzliche Spiel jetzt erstmal fertig bekommen, bevor sie sich an diese Sachen ranwagen, und sie wollen, dass die Community ihnen genau das sagt, dass sie es wollen und wie sie wollen, dass Crossplay eingebaut wird, auf welche Art und Weise. Das ist der aktuelle Stand. Gut, das wird trotzdem den Tod, ja, den Multiplayer-Tod der Windows 10-Version bedeuten. Ich glaube, selbst wenn sie Crossplay und Play Anywhere haben, in dem Moment, wo das Ding für Steam angekündigt wurde, ist meiner Meinung nach die Windows 10-Version gestorben. Ja. Von der breiten Masse ganz einfach, wenn man jetzt mal von den Microsoft-Enthusiasten oder, ich sag mal, ganz normalen Windows 10-Nutzern weggeht, die meisten sperren sich halt gegen diesen Store. Es ist einfach so. Und Steam hat halt einfach diese Vormachtstellung, sag ich mal. Und man kennt es ja von sich selbst, man hat die meisten Leute auch auf Steam. Und ja. Ja. Schade. Vergeudete Chance eigentlich. Vergeudete Chance, aber bin ich mal gespannt, wie das ausgeht und was diese Tests dann letztendlich für Feedback an Free for Free bringen und was die Folgen daraus sind, letztendlich. Und vor allem, was es so für die Zukunft der restlichen Microsoft-Spiele hat. Ich sag mal so Gears of War und etc. pp. Ja, die kommen jetzt einfach alle auf Steam und Microsoft wird Third Party. Leider Gottes ist das nicht mal übertrieben. Bei dem Thema sind wir noch nicht. Aber ich weiß nicht, möchtest du zu dem Thema noch was sagen? Ich wäre soweit durch. Ich glaube, man wird es nochmal ansprechen, wenn es dann soweit ist. Genau, genau. Wenn es dann so in die Tests, in die Flights reingeht und wenn man mal drin ist, vielleicht, also NDA und sowas, aber. Könnten wir eventuell, wenn es kein NDA gibt, dann
eventuell nochmal drüber quatschen im Podcast. Ja. Genau. Ja, gut. Mhm. Dann können wir eigentlich von dieser grandiosen Zukunft, in der sich Microsoft immer weiter öffnet, dazu hingehen, dass Microsoft nicht nur testet, wie sich Spiele so auf Steam verkaufen von ihnen, sondern auch mal schon das Füßchen oder den kleinen Zeh ins Gewässer It's All Digital stecken möchte. Denn gerüchteweise werden wir in schon ein paar Wochen eine neue Xbox angekündigt bekommen, die wohl wahrscheinlich nicht ihren Codenamen haben wird. Doch, der Codename ist Xbox Maverick. Und laut, ich glaube, diese Gerüchte, die kam von Windows Central, da habe ich es zumindest zuerst gelesen. Mhm. Soll die Xbox, die für Mai geplant ist und im April angekündigt werden soll, soll sich Xbox One S All Digital Edition nennen, was ich immer noch nicht so ganz glaube, weil dieser Name ist einfach schweinelang. Aber auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass Microsoft wohl so ein bisschen testen möchte, wie kommt eine komplett digitalisierte oder digitalisiert, eine komplett digitale Konsole an. Also eine Konsole ohne Laufwerk, bei der ihr nur noch Digitalspiele kaufen könnt. Und das ist insofern interessant, weil Microsoft auch gerüchteweise nächstes Jahr ja angeblich die neue Xbox-Generation vorstellen möchte, die aus zwei Varianten besteht. Einmal der Xbox Anaconda, das ist der Codename, und Xbox, schlag mich tot, wie hieß die andere? Komme ich auch nicht drauf. Die hat auch einen ganz komischen Namen. Ja. Anaconda hätte ich jetzt auch noch gewusst. Anaconda, und es gibt halt noch eine Xbox mit einem anderen Codenamen. Die eine soll eine klassische Erweiterung der Xbox sein, also beziehungsweise Scarlet, genau, Scarlet. Xbox Scarlet und Xbox Anaconda. Und die eine davon soll halt der Nachfolger sozusagen der klassischen Xbox One X werden. Das heißt, ich habe meine Hardware drin, ich werde sau viel Kohle bezahlen wahrscheinlich, weil, sofern es der liebe Videospielgott möchte, 4K 60 FPS dann vielleicht mal angestrebt wird als Standard. Und die andere Variante ist für all die Bekloppten wie mich, die eigentlich sich schon total auf Streaming freuen und sich sagen, ja, mir ist es eigentlich egal, ob ich da jetzt eine DVD oder eine Blu-ray drin habe. Gebt mir eine Streaming-Box ohne Laufwerk, ich bin total cool damit, und irgendwo anders berechnet dann, in einem Serverzentrum wird dann halt die Leistung für diese zweite Variante berechnet. Das heißt, die Xbox, die ihr dann da stehen habt, hat gar nicht so viel Leistung, bezieht ihre Power sozusagen aus der Cloud so ein bisschen. Das ist so eine kleine, aber wie nennt man, Streaming-Box, würde ich sagen. Aber das war jetzt nicht die Scarlett. Das war, welche davon jetzt welche ist? Weil es gab, also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gab es zwei normale Boxen und dann, glaube ich, noch zusätzlich diese Streaming-Box. Das kann ich glaube, es gab eine, die war dann so die Xbox One, Xbox One Pendant, ist dann mal so die schwächere Konsole, die so auf Stand der X ist. Genau. Dann gab es die stärkere, die dann halt das 500-Euro-Modell darstellt mit genau. 4K 60 FPS. Die klassische und, Fortführung sozusagen. Ja. Und dann gab es, glaube ich, halt noch diese Streaming-Box, aber gut, da bin ich jetzt dann auch durch die ganzen Codenamen nicht so ganz drin. Ja, genau. Dadurch, dass es halt alles Gerüchte sind, ist es schwer, das einzuordnen. Fakt ist, Microsoft will mehr und mehr in Richtung Streaming und mal so austesten, wie wir denn darauf reagieren, wenn der Markt immer mehr digitalisiert wird und man uns unsere Blu-Rays wegnimmt. Nein. Oh nein. Ja, Xbox Maverick, braucht man das oder ist es tatsächlich wirklich nur das, einfach nur ein Testprodukt? Also ich, gut, was heißt brauchen? Also nein, man braucht es nicht. Wenn man eine Xbox One stehen hat, braucht man es wahrscheinlich nicht, nein. Nee, also als für Neukunden, die sowieso sich denken, ich brauche keine Blu-Rays, ich benutze die sowieso nicht, ich gucke keine Blu-Ray-Filme, ist das bestimmt ein gutes Produkt. Je nach Preispunkt, ich lese so $200 oder sogar noch ein bisschen niedriger, okay, ja. Ich glaube, du kriegst eine Xbox One S heute für $200.
Ja, genau. Je nachdem, also, wo man nachschaut. Ich glaube, auf eBay kriegst du, glaube ich, teilweise schon für 150 oder sonst was. Also. Ja. Also ich glaube, das ist in erster Linie ein Testprodukt. Wie du sagst, so in wie weit können wir gehen, bis es zu dreist wird mit Entziehen. Hätten sie das 2000, wann war die Ankündigung der Xbox One? 13. Da hätte das dem Don Matrick mal jemand sagen sollen. Du Donny, wir sollten vielleicht mal erst ein bisschen Fühler ausstrecken und nicht gleich in die Fresse. Ja, aber zum Start einer neuen Konsolengeneration streckst du ja nicht mehr eben nur die Fühler aus. Ja, macht Microsoft aber nicht im Prinzip genau das? Ist nicht die neue Generation, sage ich mal, jetzt langsam im Rollen, auch mit der angeblich geplanten PlayStation 5? Und Microsoft guckt jetzt, okay, welche Ausrichtung könnte dafür die richtige sein? Ja, aber dann strengen sie ja durch Maverick die Fühler schon vorher aus. Ja, genau das meinte ich im Prinzip. Damit sie im Grunde beim Start wissen, ja, aber dafür ist es ja zu spät, das Ding ist abgefahren. Die muss ja mittlerweile designed sein. Designed im Produkt. So. Ja, aber du kannst ja immer noch. Ja, aber du lässt ja manche Sachen jetzt. Ja, natürlich kannst du noch eingreifen, aber ich sag mal, die muss irgendwann im Laufe, Anfang nächsten Jahres, muss die zu den Entwicklern, früher am besten. Also, ich glaube, die ist wahrscheinlich schon relativ weit im Entwicklungsstatus, Stadium. Ja, sie können dann natürlich im Nachhinein vielleicht ein bisschen nachregulieren, aber das, was jetzt halt in Produktion ist und was jetzt erstmal geplant ist, das wird jetzt erstmal so sein, ne? Aber trotzdem glaube ich erstmal eine gute Möglichkeit, um zu gucken, wird das denn überhaupt angenommen, was wir hier versuchen, den Leuten wahrscheinlich nächstes Jahr dann um die Ohren zu ballern? Also wichtig ist ja dann noch das, was Windows Central ebenfalls schreibt. Durch zwei Programme wollen sie ja die Kunden, die sie jetzt haben, dann eben auch dazu bewegen, okay, wir wollen, dass ihr digital geht. Mit diesem Disk-to-Digital-Programm und also im Grunde kann ich meine Disk-Version in einen digitalen Code umwandeln. Halt, Moment. War das nicht, hat das Microsoft nicht damals angekündigt, als die ursprüngliche Xbox? Ist das nicht genau das? Korrekt. Das ist, also ja, jein. Irgendwie schon, weil sie haben ja damals gesagt, okay, du, das ist gepaart mit deinem Account und du musst dann alle 24 Stunden einmal online sein oder was, ja, einmal die Woche, damit du halt, damit er das halt gegenprüfen kann, ob das immer noch deine Lizenz ist. Ja, aber ja, im Endeffekt ist es genau das. Krass. Also war waren die Leute früher einfach noch nicht bereit dazu? Ja. Und jetzt versucht man im Prinzip genau das, aber korrekt. Mit anderem Marketing den Leuten schmackhaft zu machen. Ja, gut, Marketing haben wir ja noch gar nicht. Es sind ja nur Gerüchte im ersten Schritt. Ja, aber ich glaube, sie werden es diesmal besser erläutern können, was sie denn überhaupt wollen. Denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass sie nochmal so einen Flug auf die Fresse hinlegen wie damals. Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber ja, ich glaube, das ist halt das Wichtige, was man halt da nicht vergessen kann. Sie wollen halt eben, sie treiben mit solchen Programmen ja eben an, dass die Leute sich diese Box kaufen. Selbst wenn du nur eine normale Xbox One S hast. Na stimmt, dann kann ich immer noch den Bestand, den ich an Disk habe, sozusagen wieder verwerten oder kann es dann immer noch in der neuen Variante sozusagen zocken. Also wenn ich überlege, ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich glaube ich 90% meiner Spiele digital kaufe. Geht mir ähnlich, ja. Ja, weil es ist einfach bequemer. Also ich fände es halt auch nicht verkehrt. Also wenn es dieser Schritt ist, dass man sagt, okay, wir bieten euch halt zusätzlich noch Optionen. Ihr könnt die ganz normale Box haben, aber wir haben auch was ohne Laufwerk für euch, wenn ihr eure Spiele nur digital haben wollt, wenn ihr eh keine Disc mehr kauft. Finde ich ganz gut, dass man die Option hat. Ist dann nur interessant zu schauen, ob das diese Option, wie lange die eine Option bleiben wird dann. Weil es bewegt sich ja alles so langsam in die Richtung, dass man die Käufer eher zur Digitalisierung drängt, mehr und mehr im Gaming-Markt. Ob das jetzt in den nächsten, sicherlich wird das jetzt nicht übermorgen sein oder ich glaube auch noch nicht in 2 Jahren oder so. Vielleicht noch nicht mal in 5 Jahren, aber die Schritte gehen langsam groß in diese Richtung und ich glaube, die Technik ist jetzt auch langsam
so weit. Nein. Doch, in 10 Jahren. Also ja. die Technik ist insofern so weit, dass die digitale Struktur schon mal gegeben ist, um das ins Rollen zu bringen, sagen wir es so. Ja. Ja, im Endeffekt, wie wir vorhin gesagt haben, das ist ja eigentlich genau das, was Microsoft vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren wollte. Der digitale Markt ganz oben. Und ich glaube auch, dass es einfach, was man halt eben viel auch liest im Internet, es geht halt einfach um Optionen von Microsoft. Microsoft ist es scheißegal, auf was du spielst, wo du spielst oder warum du spielst. Hauptsache du spielst und du spielst deren Spiele und sammelst für die Geld. Ja, letztendlich ist es halt, ich weiß nicht, wie viele Xbox-Konsolen gibt es da draußen. So, es werden ein paar Millionen 45, sein. 45 Millionen. Genau, letztendlich ist es aus Geschäftssicht ja eine ganz einfache Rechnung, weil es ist einfacher, wenn du deine Spiele auf 45 Millionen Plattformen hast oder auf, was weiß ich, wie viel Milliarden rein theoretisch zur Verfügung haben könntest. Ich glaube, da ist die Antwort ganz einfach, zumindest aus der Sicht. Ja. Ja. Und das hat, ja. Auch das hat seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Richtig, ja. Es ist ja wieder so ein bisschen für vorhin im Vorgespräch schon gesagt hat, es ist ja irgendwo, ist es ja wieder so ein Schritt in, du hast halt wieder nur Lizenz zur Nutzung und hast es nicht da und ja. Ja, also man hat eigentlich nichts mehr selbst. Richtig. Man besitzt nur noch das Recht, etwas zu nutzen, sozusagen, einen Dienst zu nutzen. Ja. Einen Dienst, wie zum Beispiel die X-Cloud. Hey! Yeah! Bei der, also wer das nicht weiß, X-Cloud ist eigentlich zu dieser ganzen Thematik nur der sinnvolle oder für Microsoft sinnvolle nächste Schritt, dass man sagt, okay, wir wollen eben das, was wir gerade gesagt hatten, dass ihr nicht nur auf so und so viel Millionen Xbox-Konsolen unsere Sachen zockt, sondern, wie verkauft man es dann im Marketing-Deutsch, möchten den Spieler die Möglichkeit geben, diese wunderbaren Erfahrungen auch auf anderen Plattformen genießen zu können und bla bla bla. So. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Und letztendlich heißt das einfach, Microsoft möchte Xbox komplett nicht mehr zur Konsole machen, sondern zur Marke, zur Spielemarke, die auf so ziemlich allen Plattformen verfügbar ist, also eines Smartphones, TV, von mir aus Smart TVs, ich weiß nicht, ob sie so weit gehen, rein theoretisch auch noch eine Nintendo Switch oder eine PlayStation 4, scheißegal wo, Hauptsache spielt unseren Kram und der xCloud Streaming Service soll ihnen dabei helfen, weil letztendlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass du das xCloud halt ein Service ist, den lädst du dir zum Beispiel auf das Smartphone drauf, dann klicke ich da drauf, xCloud, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob man da dann eine feste Bibliothek an Spielen hat oder ob man dann halt nur, wahrscheinlich hast du dann die Spiele, die du bei Xbox halt kaufst, digital, würde ich jetzt sagen. Ja. Ne, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Also, glaubst eher, dass es die zweite Variante ist, dass es ein Netflix für Xbox quasi wird. Ja, ich glaube, die werden das irgendwie mit dem Game Pass verknüpfen oder sowas. Weil wie lockst du jemanden auf einer PlayStation dazu, das Spiel auf deiner Xbox zu kaufen, wenn sie es auch nativ einfach auf der PlayStation kaufen würden? Das stimmt. xCloud als kleiner Anreiz sozusagen, um die Leute von der Plattform wegzulocken. Nee, wie gesagt, wie du ja selber sagst, ist Microsoft ja scheißegal. Ja. Die wollen ja gar nicht mehr zwangsläufig die Hardware verkaufen, sondern einfach nur ihren Service und ihre Spiele. Und das erreichst du halt eben damit, indem du sagst, hier habt ihr 100, 200 Spiele, die könnt ihr für 10 Euro oder 15 Euro im Monat spielen, egal wo du gerade bist. Ob du jetzt an der PlayStation sitzt oder dann auf dein Handy gehst oder dann auf deine Switch spielst oder dann auf deinem PC spielst, oder auf deinem Smart-TV oder sonst wo, das ist Microsoft egal. Und ich glaube, das ist einfach schon der Punkt. Also deshalb glaube ich, dass es eher eine feste Bibliothek an Spielen gibt, als
alles, was du hast. Vielleicht gibt's dann auch alle Spiele, die du hast, sind automatisch auch verfügbar so. Das meinte ich ja eher, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt Gears of War zum Beispiel in meinem Microsoft-Kosmos gekauft und kann dann aber sagen, hey, ich habe jetzt xCloud auf meinem Smartphone, ich möchte Gears im Bett spielen. Wäre zwar ja, also das wäre bekloppt, aber... Das wird gehen, denke ich, aber ich glaube, für die Leute, die eben die keine Xbox haben, die sich nicht mal eben in Gears of War kaufen würden, einfach so, die haben, also da werden sie irgendwie mit dem Game Pass oder eine eigene Spielebibliothek oder sowas irgendwie machen. Das wäre natürlich eine gute Variante, dass du dir das quasi aussuchen kannst, ob du, dass es sozusagen die Bundles gibt für Microsoft-Einsteiger, die jetzt nicht innerhalb dieses Kosmos sind, und für die Leute, die schon drin sind, halt wirklich diese, was weiß ich, Möglichkeit, um unsere Spiele auf weiteren Plattformen, bla bla. Weil sie haben ja selber gesagt, jedes Spiel muss xCloud-kompatibel sein. Ja. Also deswegen liegt es ja nahe, dass zumindest jedes Spiel, das rein theoretisch dann in Zukunft können wird. So. Das ist... Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Man hat es ja in Inside Xbox hat man ja zumindest schon gesehen, wie jemand, oder das ist, glaube ich, eine Frau, die Forza Horizon 4 auf ihrem Smartphone gespielt hat. Im Prinzip das, was du jetzt mit Diensten wie, weiß ich nicht, was hat Sony? Nee, Sony hat es nicht auf dem Smartphone, oder? PS Now weiß ich jetzt gerade nicht, ob das auf dem Smartphone gibt. Müsste ich jetzt lügen. Keine Ahnung. Ja, im Prinzip, was du mit anderen vergleichbaren Diensten machen kannst, wie zum Beispiel Shadow und wie sie nicht alle heißen. So. Und das lief zumindest in dem Video natürlich ganz gut. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Ich glaube, die Sendung, ist die live oder ist sie vor? Live. Die ist live. Gut. Ja, aber wundert mich jetzt nicht, weil Microsoft hat halt, glaube ich, mehr als alle anderen, die in diesem Markt zurzeit vorstoßen möchten, wirklich, wirklich die Ressourcen, um das zu machen. Weil die haben halt schon Datenzentren wie bekloppt, weil du hast natürlich eine Verzögerung, ohne Wenn und Aber bei diesem Streaming, aber wie kannst du die momentan am niedrigsten halten und gleichzeitig nicht alle Länder mit Glasfaser zu bauen, weil das wird ja einfach unmöglich und zu teuer, indem du einfach Datenzentren immer in der Nähe von deinen Kunden irgendwie hast. Das heißt halt, dass in jedem Land irgendwo, also nicht unbedingt in jedem, aber in den meisten Ländern, wo Microsoft das anbietet, werden wahrscheinlich wird das ein oder andere Datenzentrum dann stehen, um die Stabilität von dem Service ganz einfach zu gewährleisten. Ja, das ist in vielen Ländern bestimmt auch eine ganz tolle Sache, dass das wird auch dann großflächig sein, aber ich glaube, gerade in Deutschland wird man damit massivst an seine Grenzen kommen. Weil, ja, du könntest das bestimmt nutzen, ich könnte es zum Beispiel schon nicht mehr, also da, wo ich aktuell wohne. Dafür wäre die Leitung gar nicht gut genug, um solche Dienste flüssig nutzen zu können. Das Ding ist, ich merke es ja jetzt bei Shadow, für mich privat einfach nur, um mehr Flexibilität zu haben, dass ich mal abends sage, okay, ich kann jetzt meine PC-Spiele auf mein Tablet streamen und kann immer im Bett liegen und meine, so für solche Sachen ist es ganz gut, und weil ich halt generell nicht den besten PC habe, dafür ist das ganz gut. Aber sobald ich Shadow nutzen möchte zum Beispiel, und das wäre dann bei xCloud wahrscheinlich dasselbe, sobald ich es nutzen möchte, um mobil zu sein und um es woanders zu nutzen, gerade auch ich an meine Grenzen, weil wenn ich dann mal zu Hause oder irgendwo anders bin oder beim Kumpel, wo das Internet braucht da bloß mal eine kleine Abweichung von dem haben, was ich hier habe, dann funktioniert es halt schon nicht mehr. Ja. Ne? Und das Problem wird, glaube ich, auch Microsoft Service zwangsläufig zumindest in Deutschland so ein bisschen haben. Ja. Und gut, jetzt kommt das 5G-Netz so langsam, aber selbst das, bis das da ist und da. Ja, es ist ja noch ein weiter Weg, genau. Bis das flächendeckend vor allem ist. Und ja, das. Ja. So eine Geschichte in Deutschland. Es wird noch dauern. Ja. Und das ist ja auch nur so der eine negativ, also der negativ in Anführungszeichen, der eine erstmal besorgsame Aspekt, der andere ist, für mich geht damit Microsoft einfach in die Ecke. Wir gehen jetzt Third Party. Das mag jeder für sich definieren, wie er möchte. Für mich ist Microsoft, sobald das auf einer Switch läuft oder auf einer PlayStation,
also auf der Switch, ja, doch auch, sind sie eigentlich Third Party. Dafür hat Microsoft die perfekte Antwort für dich. Wenn du dich jetzt sorgst, dass das der Ersatz für deine Konsole wird, antwortet Microsoft dir: Wir entwickeln Project X Cloud nicht als Ersatz für Konsolen, sondern als Möglichkeit, Spielern dieselbe Vielseitigkeit und Möglichkeiten zu bieten, die Liebhaber von Musik oder Videos schon heute genießen. Ja, wir fügen das, neue Wege hinzu, Xbox-Spiele zu genießen, lieber Nico. Ja, das auch das weiß ich. Ich weiß so, dass die nach wie vor noch selber Konsolen entwickeln, das ist mir klar. Ja. Aber spieletechnisch sind sie damit Third Party. Punkt. Ja. Weil was unterscheidet Microsoft dann noch von einem Uplay oder von einem Ubisoft mit seinem Uplay? Weil auch das ist nur eine Plattform, um Ubisoft-Spiele spielen zu können auf jeder Plattform. Also bin ich mit Xbox, mit dem Service Xbox, bin ich Third Party. Das würde ich heißt, unterschreiben. Jedes Halo, was dann darauf läuft, jedes Gears, jedes was auch immer, ist dann nicht mehr nur Xbox Konsole und Windows 10 oder PC, sondern eben alles. Und das ist dann für mich einfach dann, ja, Third Party, Punkt. Sag mal, als Konsument, der eine exklusive, oder der eine Hardware möchte, der dann irgendwie noch was zurückhaben möchte, ist man angeschissen so ein bisschen. Ja. Das ist das grundsätzliche Problem, glaube ich. Weil was, also ja, das klingt jetzt blöd, aber was habe ich als Xbox-Spieler dann noch für einen Vorteil, zu sagen, ich kaufe mir eine Xbox? Also dieser Grund, sich überhaupt noch eine Konsole zu kaufen von Microsoft, ja, gut, fällt weg. Ich glaube schon, dass die Konsolen zumindest, also von Microsoft, die wird ja nach wie vor noch dieses, sei es jetzt angestrebtes 4K mit 60 FPS, die werden ja nach wie vor noch diese Hardware-Spezifikation haben, die du ja nur auf der Konsole dann zum Beispiel hast, was ja auf einer Switch zum Beispiel mit Streaming nie dieselbe Qualität haben, wie du es jetzt auf einer Xbox direkt hättest. Nö, aber dafür habe ich ja einen PC. Und der kann das und das besser. Richtig, aber was ist, wenn du, und das ist ja generell jetzt vielleicht auch schon so, was ist, wenn du jemand bist, der sich sagt, nee, ich möchte nicht vorm PC sitzen, das ist mir zu ungemütlich, ich möchte lieber auf meiner Couch, und das ist ja für viele auch jetzt schon der Grund zu sagen. Dann schließt du deinen PC an den Fernseher an. Weil jetzt könntest du ja auch sagen, du könntest im Prinzip jetzt schon sagen, wo es noch kein Streaming gibt, ja, kaufe ich mir halt einen PC. Ja, so, ist korrekt. Das Argument gibt es ja jetzt schon. Ist ja auch wahr. Ja. Kann man ja nichts gegen argumentieren, weil es ist halt einfach wahr. Ja, das stimmt. Der einzige Vorteil ist halt, es gibt halt nur zwei Plattformen, auf denen du die Sachen spielen kannst. Und nicht fünf oder sechs. Das heißt, für Microsoft ist das bestimmt ein Traum. Für die Industrie ist das ein Traum. Für den Xbox-Spieler, der diese Firma seit 10, 20, ja, seit 10 Jahren unterstützt und sich jede Konsole noch so schlecht, noch mit Fehlern behaftet gekauft hat, jedes Spiel. Für den ist das ein Arschtritt. Ja, gehe ich mit. Ich zähle da noch nicht zu. Ich bin Xbox-Spieler seit 5 Jahren. Pi mal Daumen. Ich habe die Xbox One aber schon sehr lange verteidigt. Auch in seinen sehr schweren Phasen, auch bei Chris. Von mir musste man die Xbox nie verteidigen. Nein. Und ich habe, und ich bin der Meinung, Microsoft schießt sich damit ins Knie, weil, wenn man jetzt schon meint, die Xbox-Konsolenverkäufe sind schlecht, dann warten wir mal die nächste Generation ab. Weil dann, also was den Konsolenmarkt angeht, wird Sony wegziehen. Ja, aber das ist die Frage, glaube ich, auf lange Sicht gesehen. Wird der Konsolenmarkt immer noch im traditionellen Sinne so eine Bedeutung haben? Ja. Aber es wird das sowieso viel mehr mittlerweile über Software verkauft. Ja, ist egal. Es ist auch schon lange nicht mal die Hardware. Und ist es da überhaupt noch wichtig, eine Hardware auf dem Markt zu haben? Ja. Aber warum, wenn ich Milliarden von Leuten haben kann, die es stattdessen zocke, da habe ich doch mehr Umsatz letztendlich raus. Ja, was interessiert mich denn als Spieler deinen Umsatz? Ja, das ist was anderes. Als Spieler bin ich natürlich dabei und sage... Aber mehr bin ich ja nicht. Ich arbeite ja nicht für Microsoft. Was interessiert mich denn deren Umsatz? Noch nicht. Du musst die Ziele einfach mal höher stecken.
Also ja, nein, ich verstehe, was du meinst. Natürlich ist das schön, wenn ich mehr Umsatz habe. Aber ich sag mal, ja. Image ist auch wichtig. Ja, ich sagen wir so aus Spielersicht durchaus eine Entscheidung, die man kontrovers finden kann und die man auch weiter im Auge behalten sollte. Ja, aber nicht, bis xCloud soweit ist, das wird noch 2 Jahre mindestens dauern. Die ersten Tests starten dieses Jahr. Ja, Tests. Bis das spruchreif ist und massenmarkttauglich, reden wir von 2020. Mitte, ich denke, Ende 2020. Ich denke vielleicht auch mal eher Ende 2020 oder so in der Richtung. Ja. Vielleicht auch der mögliche Zeitraum eines Xbox-Release von der Xbox Schlag mich tot, wie auch immer. Mal schauen, wann Sony dann dazu stößt, ob sie doch erst 2021 kommen, 2020, je nachdem. Und was ihre Antwort darauf ist, ob Sony könnte ja jetzt auch den umgekehrten Schritt machen und könnte sagen, jawohl, während die schon wieder auf All Digital gehen, auf, ey, wir nehmen euch mit Lizenzen alles weg und sind wir für euch da und sind immer noch das klassische Angebot. Ja. Könnte Sony auch so erfahren. Ja? Ja, aber auf der anderen Seite hast du natürlich durch All Digital auch so gute Vorteile wie eine vernünftige Abwärtskompatibilität. Das heißt, du hast überall deine Spiele, egal wo du gerade bist, und sämtliche Spiele und nicht nur deine PlayStation 4 Spiele, sondern dann die der Xbox, der Xbox Series, der Xbox One, der nächsten Konsole. Ich habe keine Ahnung, ob Sony das anbietet. Das sind alles Gerüchte, aber das wird spannend zu sehen, ob Sony, was die Antwort von Sony dann auf diesen ganzen Trubel ist. Da freue ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen drauf. Ja, ja, das wird wieder mal spannend. Ja, und dementsprechend, weil wir das jetzt auch schon so lange behandelt haben, möchte ich beim nächsten Thema gar nicht so lange drauf rumhacken, denn ich weiß gar nicht, ob die von den Datenzentren, ob die dann, was, ja. Doch, diese, ja. Doch, ja, entschuldigt mir den Anfang dieses Satzes, ja, Google plant wahrscheinlich auch noch ins Streaming-Geschäft einzusteigen, ja, liebe Leute. Nicht nur das. Sie wollen eine eigene Konsole machen. Google plant, in den Gaming-Bereich einzusteigen. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, weil ich glaube, Gaming ist das mit das Einzige, was Google nicht abdeckt. Also ja. Alphabet ist es ja. Und schaut man sich mal den Bereich, oder schaut man sich mal ein GTA 5 an und ein Red Dead Redemption, was ja so arsch viel verkauft, ist es, glaube ich, nur logisch, dass man sagt, okay, diese Entertainment-Ecke möchten wir jetzt auch noch bitteschön abdecken. Ja. Und ich glaube, Google hat da gar keine schlechten Karten. Nee. Weil die bereiten sich gut vor. Also ich hatte jetzt nur gelesen, Ubisoft ist da wohl mit irgendwie am Start und Amy Henning ist da mit bei und genau. Also Größen der Industrie sind da wohl mit an Bord und das ist natürlich schon ordentlich. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also in dem Moment, so wahr Gott will, seht ihr diesen Podcast jetzt am Dienstag, also am 19. März. Und heute soll eine Keynote stattfinden. Es ist ja zurzeit die GDC, also die Game Developer Conference 2019. Und dort möchte Google heute wohl etwas ankündigen, was laut Google die Zukunft des Gamings für immer verändern wird. Und das ist jetzt natürlich, also ich glaube, die hatten zusammen mit Ubisoft dieses Project Stream. War das zusammen mit Ubisoft, diese Assassin's Creed-Geschichte? Ja, auf der Switch. Genau. Genau. Im Prinzip wurde da ja Assassin's Creed Odyssey im Chrome-Browser gestreamt. Und das war halt der erste Test von Project Stream von Google. Und soll wohl auch, man kann das auch ganz einfach nachschauen, wenn ich hier. Ich werde es mal unten in die Beschreibung des Podcasts packen, da könnt ihr euch das Video anschauen. Es sieht tatsächlich auch nicht schlecht aus. Also 1080p mit 60 FPS. Und klar, wie es bei Streaming ist, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du die Artefakte immer noch. Aber das, was du da siehst von der Grafikqualität her, ist echt gut. Und wie du schon erwähnt hast, da sind ja auch keine Unbekannten dabei. Unter anderem Jade Raymond, die hat als Coderin bei Sony angefangen, war dann bei EA und dann bei Ubisoft. Und hat da mal eben. War das nicht Assassin's Creed? Das kann gut sein. Nee, schon gut. Nicht, nicht,
Nee, das wäre anders. Genau. Die war bei Ubisoft Toronto, war die. Ja, und gut, keine Ahnung, was die machen. Und die spielt wohl jetzt auch eine große tragende Rolle bei diesem Google-Projekt letztendlich. Ja, die ist jetzt Vice President von irgendwas in Google. Nur Google Division irgendwie, genau. Ja. Und um dieses Spiel natürlich zu streamen, weil Google will jetzt, glaube ich, nicht vorzüglich darauf setzen, dass ihr euch für einen Chrome-Browser setzt und wie ein paar Bekloppte spielt, bedarf es natürlich einer Hardware auch, um das auf euren Fernseher zu streamen und einen Controller. Und es gab jetzt tatsächlich auch einen Controller-Patent von Google und das Ganze, also diese Hardware und der Controller, soll unter den Projektnamen Project Yeti bekannt sein. Und das ist wahrscheinlich, das sind die ersten Bemühungen von Google, in Spielestreaming mit eigener Hardware einzusteigen. Ist jetzt natürlich interessant oder wäre interessant zu wissen, ob Google das wirklich nur mit Streaming plant oder ob in der Hardware auch was drin ist. Ich glaube eher das Erste, dass sie halt wirklich so eine Streaming-Box aufbauen. Möglich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie wirklich eine klassische Konsole? Ja. Irgendwie schon. Aber warum machen sie dann die ganze Streaming-Geschichte? Zusätzlich. Also ich denke, da wird der Hauptfokus drauf liegen. Aber schwer. Ich bin mal gespannt. Also die ersten Gerüchte gehen auf jeden Fall eher in die Richtung, dass es sich eher nicht um eine echte Konsole handeln soll, sondern vielmehr um so eine Art, ja, wie beim Chromecast, um so eine Art Dongle, den du da dazwischen hast. Aber aktuell kann man es halt noch nicht sagen. Man kann nur mutmaßen, dass heute Hardware wahrscheinlich angekündigt wird. Wie die aussehen wird, das werden wir wahrscheinlich heute Abend dann mal mitbekommen. Und ja, ich glaube, ich kann jetzt noch keine News verlinken, die noch nicht soweit ist. Falls es da was gibt, werde ich das unten in die Kommentare, die Beschreibung packen. Und ansonsten einfach mal die Augen offen halten auf den gängigen Game-Websites. Geht auch gern bei mir auf den Twitter-Kanal. Gebt einfach mal Crangus ein, also Chrangus. Da könnt ihr mir auf Twitter folgen oder ihr guckt hier bei Soundcloud. Da habe ich mein Twitter-Profil und mein YouTube-Profil auch verlinkt. Dort werde ich hundertprozentig was posten, wenn die Ankündigung soweit ist. Also da könnt ihr vorbeischauen. Und ich bin gespannt. Also ich finde es ganz gut, auch wenn jetzt mal vor allen Dingen so eine namhafte Größe in diesem Konkurrenzkampf mit drin zu haben. Weil kann nicht schaden. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man immer so schön. Aber ich habe halt Angst davor, dass wir irgendwann vor unseren 100 Spiele-Abos sitzen in 10 Jahren. Ja, das wird kommen. So wie wir heute vor unseren 100 anderen Abos sitzen, wird auch das kommen. Ich habe mehr Angst davor, was Google an Studios alles noch aufkaufen wird bis dahin. Aber das ist ja bisher alles noch so ein bisschen unter dem Radar, ne? Man weiß nicht, was da kommt, ja. Was da im Untergrund gerade so ein bisschen. Ich glaube, Amazon hat ja auch noch ein paar Studios, oder ja. Wenn ich mich da nicht täusche, die wollen ja auch noch kommen. Amazon ist ja jetzt auch nicht unbedingt sehr klein. Aber ich glaube, Amazon als Publisher, als normaler, als, oder? Mehr als Publisher, ja. Ich glaube, weniger als Konsolen. Nee, die wollen, glaube ich, mehr Richtung klassisches Publishing, sozusagen das Amazon Game Brand oder so, die Amazon Game Studios. So. Aber was Google da anstellt, wie gesagt, natürlich, okay, ohne zu überlegen, die haben die größeren Strukturen dafür. Ja, das stimmt. Da kann sich übrigens, und das kann ich auch als Shadow Creator offen und frei sagen, da kann sich die liebe Firma Shadow, glaube ich, mal warm anziehen, weil das ist ein französisches kleines Unternehmen und wenn da jetzt solche Riesen wie Microsoft und Google kommen, hui, wird schwer. Ja. Wird schwer und jeder wird wahrscheinlich versuchen, den Käufer für sich zu gewinnen in seiner Sparte. Klar. Ja. Aber es ist doch auch irgendwo schön, ein Angebot zu haben. Belebt das Geschäft. Das stimmt. Also anders als diese Situation, die man jetzt vielleicht mit Steam hat, wo man letztendlich immer wieder eher auf Steam landet und Steam in manchen Sachen zumindest den Markt so ein bisschen diktieren kann, ist es, glaube ich,
besser, dass man hier noch die Auswahl hat. Wen lasse ich mir denn die Lizenz geben? Wer darf? Wer darf mich zu seinem persönlichen Streaming-Sklaven machen? Hast du sehr schön gesagt. Danke. Bitte. Hättest du jetzt noch was zu dem Thema zu sagen? Ansonsten, ansonsten sind wir ja soweit durch mit den News. Ich glaube, das reicht auch für den News-Part. Da haben wir, glaube ich, ausführlich unsere Gedanken dazu. Ja, wie auch immer. Mhm. Niedergeschrieben hätte ich fast schon gesagt, aber das ist Schwachsinn. Du schreibst das nicht alles noch mit? Nein, heute nicht. In den nächsten Podcast schreibe ich es ja natürlich mit. Finde ich gut. Was uns jetzt im Endeffekt zu unseren zwei letzten Kategorien so ein bisschen bringen würde, in Spielen des Monats. Möchten wir deine Liste nehmen oder nehmen wir die, die ich habe? Mir ist das egal. Also ich habe nicht so viele. Ich weiß nicht, für diesen Monat noch offen lässt. Eventuell kannst du mich ja dann noch ergänzen, wenn ich genau. Ja. Wenn ich, genau, machen wir es am besten so. Als alter, also ich mach mal's anders. Was glaubst du, mit welchem Spiel ich anfange? Sekiro. Ja, genau. Am Freitag erscheint Sekiro, Shadows Die Twice, und ich freue mich schon wie bekloppt auf dieses Spiel. Weil, ja, okay, es ist offensichtlich, ich habe sehr viel Dark Souls gespielt, die Spiele haben mich am Anfang abgefuckt, danach habe ich sie geliebt. Jetzt finde ich es ganz interessant, dass man mehr so Richtung Action-Spin geht, also da wird ja wesentlich weniger RPG-Elemente haben, also auch diese Sache mit den Seelen soll wohl nicht so krass sein, dass man jedes Mal stirbt und sich irgendwelche Seelen wiederholen muss, sondern stattdessen hat man einen festen Charakter, der ein mehr oder weniger festes Moveset dann auch hat, beziehungsweise upgraden kann. Es wird also nicht so sein, dass ich jetzt unbedingt hier mir eine Klasse erstelle, auf die ich dann festgelegt bin. Stattdessen bekomme ich den Charakter an sich festgelegt. Und es soll auch wesentlich weniger auf Ausdauer gehen, wie es in Dark Souls zum Beispiel ist mit der Rolle, und mehr auf diese, wie nennt man es im Deutschen, diese die Gegner haben im Prinzip so eine Haltung, und diese Haltung musst du durchbrechen. Und dadurch schaltest du dann spezielle Finisher frei, wenn ihre Haltung durchbrochen ist. Und darauf soll es ein bisschen mehr gehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Also ja. Mal schauen. Ich habe auch von vielen gehört, die jetzt eigentlich Souls eher abgeneigt sind, aber sich das mal angeschaut haben und haben gesagt, Mensch, vielleicht wird es ja gar nicht auch so sperrig oder so schwer. Diesmal auch konsequenterweise auch nur Singleplayer. Und ich finde das PvP-System von Dark Souls finde ich schwachsinnig, und das Multiplayer-Dings, deswegen finde ich es ja, nee, ich ganz bin, gut. In der gleichen Kategorie. Also es fixt mich schon irgendwo mehr an als einen Dark Souls. Einfach aus den von dir genannten Gründen. Also es ist gut. Es wirkt etwas nicht so sperrig, es wirkt ein bisschen flotter, so in dem ganzen Gameplay, und auch irgendwie interessanter vom Setting her, finde ich. Man kommt eher in so ein japanisches Setting rein, was man so ein bisschen schon kennt, als in so genau. Ein Fantasy-Setting, was so komplett wir ist. Ja, am Anfang hat es mich auch mehr so an Tenchu oder an Ninja Gaiden, vor allen Dingen an Ninja Gaiden so ein bisschen erinnert. Deswegen mochte ich es gleich von Anfang an eigentlich. Und mal schauen, eventuell kann ich dazu dann im nächsten Podcast schon was sagen, weil ich das Spiel... Entweder kaufe ich es mir oder ich teste es, je nachdem. Also, mal schauen, ob Activision mir gnädig ist oder nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte für sich. Unravel 2 erscheint für die Switch. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber. Nee. Also, keine Ahnung von. Schönes kleines Spiel im Prinzip. Hab den zweiten Teil jetzt nur mal angespielt, aber im Prinzip, wenn ihr einen Kumpel habt oder so, mit dem ihr gerne solche kleinen, niedlichen Spielchen spielt. Okay, das hört sich gerade sehr verkehrt. Unravel 2, schaut es euch an, wenn es was für euch ist. Kauft jetzt auch für die Switch. So, dann habe ich noch, ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, Final Fantasy 7. Ja. Habe ich noch auf der Liste. Dazu kann ich jetzt nicht weiter, also. Ja, ich alter Final Fantasy Fan, der nur 15 gespielt hat. Ja, aber immerhin. Und auf der PSP Final Fantasy VII Crisis Core. Nö. Also, ich bin schon, keine Ahnung, kann ich auch nichts zu sagen. Genau. Also, das wäre jetzt halt einer der nächsten großen Titel, den wir hätten.
Kannst du was zu The Walking Dead sagen, zur Final Season? Nein. Bist du da drin? Gar nicht. Also ja, ich habe die bis zwei, drei Teile habe ich gespielt. Drei, glaube ich. Also die drei ersten Seasons, aber die jetzt zu der ganz finalen gar nichts. Bin ich überhaupt nicht okay. drin. Okay. Erscheint für alle, die es wissen wollen, am 26.03. Übrigens, Sekiro erscheint am 22.03. und Unravel 2 für die Switch auch am 22.03. Nur damit ich das nochmal gesagt habe. Aber für alle Assassinen gibt es nochmal was. Nämlich am 29.03. erscheint Assassin's Creed 3 in einer Remastered-Version. Ja. Das finde ich gut. Und das ist tatsächlich was, worauf ich mich auch so ein bisschen freue. Also ich bin ein sehr großer Assassin's Creed-Fan. Ich mochte den dritten Teil, ist nicht der beste von allen, hatte seine vielen Fehler. War ein gutes Spiel, so im Groben. Wäre so mein Eindruck. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann grafisch noch mal ein bisschen aufwerten. Also das, was man bisher so gesehen hat, sieht sehr, sehr gut aus. Aber worauf ich halt am meisten gespannt bin, sind die Gameplay-Verbesserungen, die sie gesagt haben, die sie einbauen wollen. Und ja, muss man mal sehen, wie es da kommt. Was das Schöne ist, es ist im Season Pass von Assassin's Creed Odyssey drin. Es ist im Season Pass von... Also wer den hat, den erwartet das Spiel dann sowieso am 29. Alle anderen können sich das Spiel dann auch so noch kaufen. Da habt ihr meine Info, seht ihr? Bin ja nicht nur zum Spaß hier, ne? Man muss auch mal hier bei den klaren Fakten bleiben. Ja. Ich bin ja auch für das Geld hier, das du mir noch schuldest jetzt. Also. Ja. Ja, schick's nachher nochmal alles und dann sehr gut, machen wir das. Ne? Ja, perfekt, ja. Super. Erscheint natürlich auch auf der PS4 oder auf der Xbox One und weil mobil alles besser ist, auch auf der Switch. Das ist ein Satz, den Nico ganz gerne hört. Ja. Also, falls ihr auf YouTube hier seid, ganz gerne oder auch auf Soundcloud, überall, auf Spotify, egal wo ihr seid, ganz liebe Grüße, einfach in die Kommentare hauen. Auf der Switch, weil mobil ist alles besser. Ja. Mobil ist alles besser, liebe Leute, schreibt mir das bitte. Ja. Damit Nico auch endlich davon überzeugt. Da kriegt man bestimmt die grafischen Vorteile auch wahnsinnig mit. Ja, das ist ein Immersionsspektakel. Ich glaube, die können einfach die Wii U-Version von dem Spiel nehmen und dann da drauf packen. Ich glaube, das läuft technisch ungefähr gleich. Ja, wahrscheinlich noch besser. Ja, es kann sein. Ja. Genau, das wären jetzt die Spiele und für Nintendo-Freunde natürlich, ja, dazu könnte ich jetzt aber auch nichts weiter sagen, aber zur Vollständigkeit halber noch Yoshi's Crafted World für Nintendo Switch, weil mobil ist alles besser, am 29.03.2019. Das wären jetzt die Spiele, die großen, die uns jetzt für den Rest des Monats hier noch erwarten. Aber Nico kann mich da natürlich noch mal korrigieren. Nee, ich habe auch nur zwei jetzt, die ich noch Er hat nur zwei Spiele. Hatte. Also einmal Generation Zero, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, ist von Avalanche Studios, die Macher von Just Cause, von Mad Max und eben Mitmacher von Rage 2. Ist irgendein apokalyptisches Spiel mit Robotern und man muss so survivaln und sowas, kann bis zu vier Spiele. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel genau ist. Merkt man vielleicht. Und dann kommt noch Tropico 6 am 29. März. Stimmt. Und Tropico hat immer so ein halbes Herz bei mir gehabt. Ich war nie gut in den Spielen, aber sie haben halt immer Bock gemacht. Und das kommt dann auch noch raus. Ja gut, das ist ja im Prinzip dieselbe Prämisse, wie wir in Halo Wars im Prinzip hatten. Ja. Wir waren nie gut darin. Ja, im Endeffekt schon. Aber die nächsten drei Monate werden sehr, sehr schön für Spielspieler. Kommt jeden Monat ein großer Titel raus für Strategiespielfans und das ist, glaube ich, sehr schön, weil... Für das Genre auf jeden Fall dann schön, ja. Und wer sich jetzt wundert, warum das hier kreuz der Quere geht, wann kommt das nochmal raus? Tropico am 29. und Generation Zero am 26. März. Genau. Ich würde es auch prinzipiell wie heute einfach dabei belassen, dass wir wirklich einmal im Monat das machen und uns halt wirklich die Spiele rausnehmen, wo wir für uns sagen, hey, das ist jetzt für mich ein Highlight in diesem Monat und da nochmal... Also es müssen jetzt nicht zwangsweise alle Spiele sein, die im Monat rauskommen, sondern größtenteils die großen und die für uns wichtig sind. Ja. Genau. Und womit wir den Podcast heute nochmal abschließen möchten, ist eine kleine Spielebesprechung. Die werde ich auch immer mal hier mit unterbringen. Vor allen Dingen
ich werde auch meine Reviews hier ein bisschen in verkürzterer Form natürlich hier unterbringen, dass ich einfach nochmal über Spiele quatsche, wie ich sie fand. Und generell, dass wir einfach über Spiele reden und uns nicht nur auf Zahlen festlegen, sondern einfach darüber quatschen, was wir an einem Spiel gut fanden, was nicht und so weiter und so fort. Und darüber reden, was wir aktuell halt so zocken. Und ich würde dir einfach mal den Vorrang lassen. Was hast du denn so Schönes gezockt und wie findest du es? Und ja. Was habe ich denn gespielt? Ja, The Division 2 kam vor 3 Tagen, beziehungsweise 4 Tagen raus, also am 15. März. Und ja, es ist sehr, sehr cool. Es ist sehr The Division 1 mit logischen Verbesserungen, die bisher Sinn machen. Das wollte ich gerade fragen. Macht Sinn, okay. Also gerade so Richtung Nebenmission war ich sehr, sehr enttäuscht vom ersten Teil. Hat mir so ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, weil die Nebenmission im ersten Mal wirklich scheiße. Jetzt gehen sie mehr so Richtung, wir erzählen noch eine kleine Geschichte da drin, das muss jetzt nicht jedem gefallen, aber es lockert alles so ein bisschen auf und es ist halt nicht mehr so dieses, es ist netter verpackt. Man macht immer noch das Gleiche, aber es ist netter verpackt. Also es ist immer noch diese klassische Loot-Spirale, ja. Das Grinden, ja. Aber diesmal mit einem schöneren Gesamtpaket drumherum gesponnen im Prinzip. Ja. Also es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, das Spiel. Es spielt sich sehr gut. Das Gameplay ist auch sehr flüssig. Ja, Gunplay ist sehr, 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 sehr gut. Die Waffen sind fühlen sich auch unterschiedlich an und alles. Also wir sind jetzt noch nicht so weit. Story ist bisher ja Looter-Shooter, sag ich mal. Es ist jetzt noch nichts Weltbewegendes, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Nee. Ja, es ist schon ja ein bisschen Grinden halt. Man. Na klar, darauf muss man halt immer so stehen, okay? Ich glaube auch, wenn man den Grind nicht mag, dann wird man solche Spiele, glaube ich, auch in 100 Jahren nicht spielen. Aber wenn man dafür prinzipiell empfänglich ist, wenn das Setting einem zusagt, ich glaube, dann kann man mit dem Spiel auch nicht so verkehrt machen. Also das ist so mein das Letzte, was ich jetzt gespielt habe. Und davor habe ich, mein Letztes, was ich durchgespielt habe, war Far Cry New Dawn. Wie ist das denn? Das würde mich interessieren, weil das ist bei mir komplett unter dem Radar gewesen. Ja, ich kann es verstehen. Aber warum das? Also es ist nicht schlecht, es ist halt sehr Far Cry 5. Weil, das war nämlich so meine größte Angst. Weil es ist halt auch genau die Welt von Far Cry 5, nur halt postapokalyptisch. Genau. Das heißt, es ist halt einfach ein bisschen pinker. Und also es kommen auch die Rage eigentlich. Ja. Nein, eigentlich ist Rage Far Cry New Dawn, aber kam ja zuerst raus. Cool. Und es kommen halt auch die Charaktere aus dem 5. Teil raus, das ist ganz interessant. Also vor, nicht raus, sondern die kommen darin vor. Also auch Joseph Seed, der Boss und sowas, die kommen alle darin vor. Ja, Story ist in Ordnung, es geht nicht sonderlich lange. Man merkt, wohin sie gehen mit der Reihe. Sehr Richtung Crafting und RPG und man hat jetzt kein Skill Tree, aber halt auch noch mehr Talente als im 5. Und das Crafting-System ist sehr viel umfangreicher. Das heißt, man baut jetzt, man sammelt ganz viele Ressourcen aus allen möglichen Quellen. Und Hört sich fast wie so eine Mischung aus Assassin's Creed Odyssey und ja, Fallout 76 an. Ja, das kann man auch fast so sehen. Tatsächlich. Also es gibt jetzt auch ganz viele Orte, so jeder kleine Ort hat dann so Sachen, die man einsammeln kann. Und wenn man die alle eingesammelt hat, dann wird der im Grunde auf der Map abgehakt, der Ort. Also sowas. Also es ist jetzt sehr viel auch Grinding und Craft, wenn man diese richtig. Ja, wobei Grinden jetzt nicht so, wenn man die guten Sachen will, aber man muss halt schon ein bisschen mehr Zeit investieren, wenn man auch gute Waffen will, die irgendwann auch zwangsläufig einfach werden. Fühlt es sich dadurch denn jetzt auch, genug oder unterschiedlicher an im Vergleich zu Far Cry 5? Nein. Oder nicht? Also Nein. Es ist nochmal. Also haben Sie bei 5 schon diesen Weg quasi eingeschlagen oder gab es da dieses Grinding noch nicht? Also ja, das Grinden. Nee, also das Grinden. Das Craften so. Nein, nicht, dass ich jetzt. Nee, ich glaube, da konnte man sich die Waffen nur kaufen. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt wirklich anders. Das ist das Grind-System, das ist das Crafting-System. Aber das hebt es nicht genug ab, um diesen Preis von, ich glaube, 45 Euro zu rechtfertigen. Meiner Meinung nach. Das soll ja, soweit ich gehört habe, nochmal. Hat das Microtransactions drin? Ja. Ich habe da was gelesen. Ja, von. Ja.
Wie weit wirken die sich aus? Gar nicht. Stark oder gar nicht? Nein, also du kriegst diese Münzen, die du da kaufen kannst, auch in-game immer mal wieder. Und es hat gereicht, damit ich mir davon eine Waffe kaufe. Das ist gut. Also es wirkt sich eigentlich gar nicht aus. Gut. Und eine Sache hatte ich noch. Mist. Also ich, genau, also dadurch, dass es ja so ein Spin-Off-Titel ist, vergleiche ich das ganz gerne mit Far Cry Primal. Und Far Cry Primal hat halt alles anders gemacht. Und ist damit einfach für mich das bessere Spin-Off. Weil das halt so ein komplett 300 oder eine 180-Grad-Wende ist von dem, was Far Cry ja eigentlich ist. So mit den Schusswaffen und sowas. Und das hat Primal einfach so viel besser gemacht. Ja, stimmt. Also kauft euch lieber Primal, ist besser. Das ist die Message. Auch als 5. Kauft euch lieber Primal. kauft euch kein Far Cry 5, bleibt bei Primal. Nein, wirklich. Primal war wirklich gut, aber gut, das beschreiben. Aber was ist denn mit dir? Ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt, zumindest nicht von den Sachen, die ich sowieso schon gespielt habe. Wen hätte es gewundert? Ich habe sehr viel Destiny gespielt. Ach. Ja. Shocking. Sehr, sehr viel Destiny. Daran werdet ihr euch gewöhnen müssen. Wobei ich, glaube ich, nicht in jedem Podcast erwähnen werde, dass ich die Woche wieder Destiny gespielt habe. Doch, das erwarte ich. Okay. Ich werde jede Woche fleißig darüber berichten, wie ich meine wöchentlichen Aktivitäten und täglichen Aktivitäten in Destiny abgeschlossen habe. Finde ich gut. Nein, aber prinzipiell kann ich das immer mal machen, wie wenn jetzt zum Beispiel hat die Saison des Vagabunden angefangen in Destiny 2. Daraus resultierend gibt es jetzt einen neuen Gambit-Modus. Also Gambit ist so eine Mischung aus PvE und PvP, so ein bisschen. Also Elementen aus beiden Modi. Und davon gibt es jetzt im Prinzip eine Profi-Variante, bei die dazu sorgen oder die dafür sorgen soll, dass du nicht mehr so viele Probleme im Spiel hast. Das heißt, dass auch jeder seine Rolle kennt. Es ist so ganz einfach im Gambit-Modus. Du bringst Gegner um, also PvE-Gegner. Dann lassen die Partikel fallen. Diese Partikel bringst du in die Bank. Dadurch werden sogenannte Blocker, also Feinde, auf die gegnerische Arena geschickt. Denn die machen zum selben Zeitpunkt ja genau dasselbe, wie du gerade machst. Und wer zuerst 75 Partikel in diese Bank gebracht hat, der beschwört einen Bossgegner. Und wer den zuerst erledigt hat in seiner Arena, der gewinnt. Und zwischendurch gibt es halt so ein Portal, da kannst du immer wieder in die Arena der Feinde invaden und kannst sie so ein bisschen stören. Dann verlieren die ihre Partikel und so weiter. Das ist der Gambit-Modus. Und Gambit Prime ist halt im Prinzip, wie es in so einem Modus ist, hast du ja vorher schon Rollen gehabt. Also einer ist halt der, der immer rüberhüpft, der andere killt halt die ganzen Ads, der nächste sammelt vielleicht ein. Und was Bungie jetzt gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, okay, für diese festgelegten Rollen schaffen wir jetzt eine Rüstung. Und eine Gambit Prime Rüstung mit einer speziellen Farbe. Das heißt, wenn ich grün zum Beispiel anhabe, sehen theoretisch alle Spieler, okay, der hat grün an, der will die Rolle des Sammlers einnehmen. So, wenn ich rot anhab, der möchte jetzt invaden. So. Und um diese Ausrüstung freizuspielen, gibt es auch nochmal einen neuen Spielmodus. Die Abrechnung, der ist im Prinzip einfach nur sinnloses Geballer auf Gegnerhorden. Und wenn du halt gewinnst dann am Ende der Stufe, dann bekommst du deine Ausrüstungsgegenstände. Und ja, letztendlich sind die aber so von den Stats her so niedrig, dass sie letztendlich keiner anzieht im Gambit Prime Modus. Und es resultiert darin, dass Gambit ist eigentlich immer noch ein Modus, den du mit random Playern nicht spielen kannst und ohne Einsatztrupp macht das keinen Sinn. Aber trotzdem habe ich immer wieder sehr viel Spaß an diesem Spiel. Das was mich sehr Also Destiny ist eine Hassliebe bei mir, so ein bisschen. Ach. Also ich freue mich mehr immer auf den Grind und wenn ich es dann habe, ja, dann ist auch gut wieder, ne? Also ich gucke dann ab und zu mal rein und dann ist gut. Was mir aber mehr Spaß gemacht hat, war Devil May Cry 5. Das habe ich jetzt letzten Freitag. Nee, wann kam das? Warte, das kam nicht letzten Freitag raus. Das ist Schwachsinn. Den Freitag davor. So, warte mal, das war der 8. März. Da kam es raus und ich habe es am 10. März habe ich es durchgespielt, habe es jetzt aber im zweiten Durchlauf nochmal weitergespielt und im dritten. Macht sehr viel Spaß. Ist ein spaßiges Spiel im zweiten Durchlauf, weil am Anfang ist es halt so,
du spielst mit drei Charakteren, Nero, Dante und Wii. Dante kommt halt eher zum Schluss so, im Schlusspart dazu. Achtung, Spoilerwarnung übrigens. Und dann ist es halt so, dass du von Anfang an noch nicht alle Fähigkeiten frei hast. So, du killst die Gegner im Prinzip und bekommst von denen so rote Orbs. Hm. Und diese roten Orbs, daraus kannst du halt dann deine Fähigkeiten herstellen und so kriegst du halt im Laufe des Spiels immer mehr Fähigkeiten zusammen. Das heißt, am Anfang ist das noch gar nicht dieses schnelle, ich klopp jetzt mal drauf und schlag alles um, weil du dir dann auch zwischendurch noch sehr lange, aber auch sehr gute Cutscenes ansehen musst. Also die Story ist zwar wischiwaschi, typisch Japano, so ein bisschen oberflächlich, passt aber auch zum Spiel, weil ich möchte jetzt in Devil May Cry nicht unbedingt eine super ernste Story drin haben. Das passt schon so in das Universum rein. Aber dadurch, dass die halt auch so groß inszeniert sind und öfters vorkommen, entschlackt es so ein bisschen, oder macht es das Gameplay träger so rum. Es ist sehr träger manchmal, zumindest am Anfang. Das hast du halt am zweiten Spieldurchlauf nicht mehr, weil dann hast du mehr Fähigkeiten, weil du schon sau viele Orbs hast. Kannst das größtenteils alles schon freischalten, hast dann deine Fähigkeiten, kannst mehr gegen die Gegner machen. Das heißt, ab da beginnt eigentlich das richtige Draufgedresche. Die Cutscenes, die überspringst du dann. Dadurch, dass es ein schwererer Modus ist, bekommst du mehr Feinde entgegengeworfen und, und. Also im zweiten Durchlauf macht es dann nochmal wesentlich mehr Spaß. Dadurch, dass du drei Charaktere hast, ist auch genug Abwechslung drin. Am Ende, so im letzten Drittel, wird es mir zu viel in der Welt, zu viel Wischiwaschi, immer wieder mehr vom selben. Also was die Spielwelt an sich angeht, weil dann kämpfst du immer wieder denselben grauen Monstergedärmen sozusagen gegen irgendwelche Dämonen und das wiederholt sich dann halt im Drittel. Also das wird dann doch schon ein bisschen, bisschen langweilig, reißt dann raus. Und was ich nicht so unterstreichen kann, ist zum Beispiel die große Kontroverse, die es jetzt gab, da auch wegen Mikrotransaktionen. Okay, weil, da wirkt sich nicht so aus, oder? Was kann man sich damit kaufen? Richtig, diese roten Orbs, mit denen kannst du halt dir auch zum Beispiel Wiederbelebung kaufen. Also so gelbe Kugeln, mit denen du dich wiederbeleben kannst. Ah, okay. Wenn du jetzt nicht der allerschlechteste Spieler auf der Welt bist, und schon ich bin nicht wirklich gut in solchen Spielen, aber selbst ich habe im Laufe der Story genug Kugeln bekommen, um mich auch, wenn ich wirklich richtig abgefuckt war, zu sagen, okay, jetzt belebe ich mich in den einen Bosskampf wieder. So. Also du bist nicht gezwungen dazu, dir irgendwas zu kaufen. Kannst dir aber diese roten Orbs kaufen, um dir Fähigkeiten zu holen, um dir Wiederbelebungs-Orbs zu holen und so weiter und so fort. Aber ja, da macht man sich das Spiel halt selber kaputt. Also wie manche Zeitschriften oder Magazine, kann ich nicht verstehen, wie da eine Abwertung gegeben wird mit der Begründung, einfach nur, weil es drin ist. Nee, wenn es drin ist, ohne dass es das Gameplay beeinflusst und ich als Spieler derjenige bin, der es mir gerade selber kaputt macht, warum soll ich das Spiel dafür bestrafen? Ich finde es ja richtig, wenn Leute dann sagen, ja, finde ich kacke, dass es jetzt in einem Singleplayer-Spiel drin ist, deswegen kaufe ich es mir auch nicht. Aber deswegen zu sagen, das Spiel ist beschissener, ist eine Lüge. Weil es ist dadurch nicht beschissener. Man kann das, verstehst du, man kann diesen Fakt, dass es drin ist, beschissen finden. Aber nicht sagen, dass das Spiel dadurch scheiße ist. Wenn die Konsequenz für Capcom daraus jetzt ist, im nächsten DMC zu sagen, jawohl, haben uns ja alle super abgekauft, hat sich super verkauft, machen wir jetzt mal aggressiver in Devil May Cry 6, was ja anhand der Verkäufe wahrscheinlich kommen wird, machen das aggressiver, dass du eben diese Orbs kaufen musst, weil du sonst nicht weiterkommst. Ich glaube, dann ist es legitim zu sagen, jetzt ist es ein schlechteres Spiel, jetzt kann ich es abwerten. Aber solange es für mich den Spielspaß noch nicht kaputt macht, und das hat es in keiner Weise getan, sehe ich da keinen Grund, das Spiel schlechter zu bewerten. Also ich finde Devil May Cry für alle Hack-and-Slash-Freunde durchaus einen Blick wert, auch wenn man sich durchaus bewusst sein muss, dass dieses Spiel dann halt eher im zweiten Durchlauf seine Pracht entfaltet, um es mal so zu sagen. Okay. Wie lange dauert so ein Durchlauf? Also ich meine, ja, also lang oder wenn, eher nicht so? Wenn du ganz gut dabei bist, dauert der erste Durchlauf so zwischen 8 bis 9 Stunden. Okay, also geht noch von der Spielzeit, okay.
Das geht von der Spielzeit noch, wie gesagt. Also ja, kannst dann halt, es gibt so Bonus-Level, die du noch mitnehmen kannst. Da kommst du dann wahrscheinlich noch mal auf ein bisschen mehr Zeit. Aber mit allen Spieldurchläufen, interessant auch im zweiten Spieldurchlauf und so weiter, schaltest du dann auch noch mal, ja, kannst du es auch optional, wenn du den DLC hast, mit Live-Action-Sequenzen durchspielen. Das ist sehr lustig. Diese Live-Action-Sequenzen sind im Prinzip die Actor, die Schauspieler, die da vom Greenscreen stehen oder so total. Und das wird dann halt einfach ins Spiel eingefügt, so wie die es gedreht haben. Also, was für eine Idee. Das ist dann stehen dann da ein paar Japaner in ihren Anzügen und drehen sich rum und rollen sich auf den Boden und dann geht's weiter mit dem Körper. Aber schöne Idee. Muss man sagen. Ja, also finde ich auch, also generell, einmal diese Sache ist ganz cool, die Musik, gut, dafür muss man ertragen können, sage ich mal, das ist halt so typische Deathcore-Musik, die im Hintergrund läuft und dann geht das Metal-Gekloppe los, aber das fand ich jetzt nicht unbedingt als störend, da fand ich die Dialoge, die plumpen, eher ein bisschen nervig. Aber passt halt von der Art und Weise her zu diesem Gesamtbild, was eigentlich zeigt, ja, wir wollen eigentlich nur ein spaßiges Hack-and-Slay sein, was sich nicht allzu sehr ernst nimmt. Und jetzt bitte wegschalten, wenn ihr keinen Spoiler haben möchtet, von dem großartigsten Moment, den es in DMC 5 gibt. Du kannst so einen Hut bekommen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Du kannst so einen Hut bekommen. Wenn du den benutzt, dann bekommst du mehr von diesen roten Orbs. Die verdoppeln sich dann quasi fast schon. Und als Dante diesen Hut geschenkt bekommt, fängt der, man muss sich da vorstellen, dieses halbwegs, dieses Setting mit Dämonen hast du nicht gesehen, dann wirft sie ihm diesen Hut zu, einer seiner Begleiterin, und er fängt 1:1 an, bekommt einen Schal und fängt wirklich an, Michael Jackson zu imitieren. Wirklich mit allem drum und dran, dieses Hi-hi-hi, und macht den Moonwalk und geht da voll ab. Ja, von daher, geiles Spiel. Kann ich nur weiter empfehlen, falls man in dem Genre zu Hause ist. Geil. Ja, und falls man auf Michael Jackson steht, aber das darf man ja mittlerweile auch nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Oh Mann. Ja gut, aber klingt doch gut. Ja, war's auch. Doch, glaube ich. Danke. Ja, klingt gut. Klingt nett. War's auch. Sehr nett. Gut. Dann wäre ich an der Stelle jetzt soweit durch, sofern du nicht noch irgendwas Wichtiges zu sagen hättest. Ich habe nichts mehr. Gut, dann sind wir soweit durch, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde und Freundinnen, wie auch immer, auf Soundcloud, auf YouTube und auf hoffentlich auch bald auf iTunes. Hinterlasst mir einfach gerne einen Kommentar, wie ihr diesen Podcast findet. Auch zu den verschiedenen Themen, die wir hier so ein bisschen bequatscht haben, gerne einfach mal dazu äußern. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der diese Woche zugehört hat. Freue mich auf die weiteren Wochen, die dann in Zukunft kommen werden. Bedanke mich auch bei dir, Nico. Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. Und nicht zu danken, hoffentlich öfter. Ja. Und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.